Es ist eine der meistgestellten Fragen auf Anlegermessen oder auch in Zeitschriften. Wohin geht der DAX? Soll ich jetzt noch einsteigen? Wie attraktiv sind die Bewertungsmodelle und wie groß ist die Sorge um den Euro? Und genau das wollen wir besprechen mit Thilo Müller von der MB Fund Advisory GmbH. Erstmal ganz grundsätzlich gefragt, wo stehen wir denn im DAX bei knapp 8000 Punkten? Also wir sind immer noch sehr günstig, Herr Franek. Das heißt, wir haben immer noch attraktive Bewertungsniveaus. Die Bewertungsniveaus sind deswegen so niedrig, weil wir auch zahlreiche Potenziale an Risiko haben. Aber das momentane DAX-Niveau sorgt eben dafür, dass viele Investoren eben noch ausreichend attraktive Möglichkeiten finden, um in den DAX einzusteigen. Und wenn man jetzt beispielsweise DAX und Dow Jones, der ja im Übrigen auf einem Allzeithoch immer wieder jüngst notierte, vergleicht, muss man auch konstatieren, der DAX ist eigentlich noch meilenweit entfernt, weil beim DAX die Dividenden eingerechnet sind, oder? Genau, der DAX ist ein Performance-Index, denn den DAX gibt es auch als Kursindex und der ist noch meilenweit von seinen historischen Höchstständen entfernt. Daran sieht man A, wie wichtig natürlich auch die Dividende für den Aktionär im Laufe der Zeit ist. Und da hat der DAX auch durchaus große Vorteile, weil viele Unternehmen eine sehr attraktive und eine sehr hohe Dividende zahlen, die Rendite damit sehr hoch ist. Die liegt im Moment circa bei knapp 4% im Durchschnitt auf alle DAX-Aktien. Welche Kennzahlen sind für Sie eigentlich am wichtigsten? Sie haben einige auch schon angesprochen. Gibt es so eine Zahl, die Ihnen am wichtigsten ist oder ist es der Mix aus allen? Also natürlich schauen wir nach vielen Zahlen, aber eine der wichtigsten Zahlen für Value-Investoren und das auch dieses Thema Value-Investing haben wir uns auf die Fahne geschrieben, was wir auch in unseren Fonds umsetzen. Das ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis und da ist der DAX überaus attraktiv. Sie müssen sich vorstellen, dass seit Bestehen des DAX 1988 der DAX lediglich an 10% aller Handelstage unter dem gegenwärtigen Niveau gehandelt hat. Und das zeigt, wie attraktiv, wie stark die DAX-Unternehmen sind im historischen Vergleich, aber auch relativ gesehen zu anderen Weltmärkten. Sie haben ja gerade die amerikanischen Märkte angesprochen. Sie klingen sehr optimistisch, sprechen viel von attraktiven Bewertungen. Wo lauern aus Ihrer Sicht Risiken? Politischer Natur beispielsweise, wenn wir nach Nordkorea schauen oder auch in Europa bleiben? Ja, Herr Franek, das sind in der Tat die größten Risiken, die politischen Risiken. Das heißt, der Umgang mit der Euro-Schuldenkrise war alles andere als professionell, wenn man das Thema Zypern sieht und wie leichtfertig dort mit dem Vertrauen von den Sparern bei Banken umgegangen wird. Das ist ein sehr sensibles Thema, das kann leicht außer Kontrolle geraten. Wir sind zum Glück weit davon entfernt, aber das war nicht gut. Dann Nordkorea, die Spannung auf der koreanischen Halbinsel. Und das Allerwichtigste allerdings ist die konjunkturelle Entwicklung. Wir brauchen keine boomende Wirtschaft, um uns weitere Potenziale am Aktienmarkt zu erschließen. Aber was wir brauchen, ist Stabilität, Sichtbarkeit und vor allen Dingen, was wir nicht brauchen, ist ein konjunktureller Verriss, der durch, ich sag mal, die Politik oder durch exogene Schocks wie Naturkatastrophen oder die Spannung auf der koreanischen Halbinsel eben ausgelöst werden kann. Und in diesem Szenario ist das größte Risiko eben ein konjunktureller Einbruch, den wir allerdings momentan überhaupt nicht sehen. Kurz noch zum Schluss, Ihre Erwartungen an den Rest des Börsenjahres, an das weitere Börsenjahr 2013. Keine Angst, ich möchte keine konkrete DAX-Prognose jetzt hören, sondern einfach nur Ihre Erwartungshaltung. Herr Franek, die kriegen Sie aber trotzdem ungefragt von mir, weil wir schon davon ausgehen, dass wir früher oder später die historischen Höchststände noch im Jahresverlauf rausnehmen. Hängt natürlich davon ab, von den besprochenen Risikofaktoren, wann das der Fall ist. Aber wir werden uns weiter das Terrain erarbeiten und irgendwann durchgehen. Und dann kann der DAX eine relativ starke Dynamik entwickeln. Und je nachdem, wie wir auf der Zeitschiene sind, sind die nächsten Marken nach dem Bruch der 8150er-Marke die 9000er. Wenn Sie im historischen Vergleich seit 1988 sich die DAX-Daten anschauen und wir würden nur, was das Kurs-Buchwert-Verhältnis und das Kurs-Gewinn-Verhältnis anbelangt, auf die historischen Mittelwerte gehen, hätte der DAX sogar ein Potenzial von 10.500 Punkte. Das klingt relativ tollkühn, aber das ist auf mittlere Sicht der nächsten 2 Jahre erreichbar. Na, warum denn eigentlich nicht DAX über 10.000 Punkte? Das hört der Bulle gerne. Thilo Müller von der MB Fund Advisory GmbH, ganz herzlichen Dank für dieses Interview.